Ja, hey, Janis hier von Prime Estate und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir erklären, was eigentlich MCT-Öl ist, beziehungsweise was mittelkettige Fettsäuren, kurz MCTs, sind, wie diese MCTs vom Körper verstoffwechselt werden und warum diese deswegen so beliebt bei ketogenen Ernährungen sind und vor allem als drittes, auf welche Qualitätsmerkmale du achten musst, um die richtigen MCT-Öle auszusuchen oder das richtige Kokosöl auszusuchen. Und somit heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Video und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins Thema ein. Ich finde, MCTs kann man besonders dann gut verstehen, vor allem auch die Wirkung verstehen, wenn man das Ganze im physiologischen Aspekt einmal betrachtet, im Vergleich zu langkettigen Fettsäuren und mittelkettigen Fettsäuren. Dazu habe ich hier dieses wunderbare Bild von dem Mensch, der hoffentlich irgendwie erkennbar ist, gemalt. Hier oben ist der Mund, der Rachen, hier geht es rüber zum Magen, die Leber, hier da 12 Fingerdarm und so weiter und so fort, Dünndarm. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie. Und auf der linken Seite sieht man, wie langkettige Fettsäuren, also ganz normale Fettsäuren in der Ernährung, vom Körper verarbeitet werden, bis sie dann letztendlich hier von den Mitochondrien in Energie umgewandelt werden und wie schnell das hier bei den mittelkettigen Fettsäuren funktioniert. Schauen wir uns einfach mal an, wie es bei den langkettigen Fettsäuren funktioniert. Wir fangen an, hier dieses Öl in den Mund zu nehmen oder dieses Fett und durch die Zungengrundlipase, die erst im Magen aktiviert wird, fangen wir an, diese Fettsäuren zu bearbeiten. Dann geht es weiter in den 12-Fingerdarm, wo wir Gallensalze zur quasi Emulsion oder zum Emulgieren dieser Fette, damit wir es besser weiterverarbeiten können, emulgiert werden. Wir haben aber auch gleichzeitig hier die Bauchspeiseldrüsenlipase, womit wir die Fettsäuren weiter bearbeiten. Dann geht es weiter in den Dünndarm, wo diese Fettsäuren in sogenannte Micellen und Chylomikronen, wo auch Vitamine und Mineralstoffe drin hängen können, umgewandelt werden. Und diese Micellen, das kann man sich vorstellen wie so kleine Kügelchen, auch die Chylomikronen, werden dann über die Lymphe aufgenommen in die Blutbahn, worüber sie dann mit Transportprotein teilweise zu Muskulatur und zu Leber gebracht werden und vor allem dann auch hier zur Energie quasi Bereitstellung und ins Fettgewebe zur Speicherung dieser Fettsäuren. Und in der Leber werden diese Fettsäuren dann mit Hilfe vom Transportprotein Carnitin in die Mitochondrien gebracht. Und die Mitochondrien, das sind unsere Zellkraftwerke, das ist der Ort, wo Energie produziert wird. Dort werden sie dann in Energie umgewandelt. Das Ganze in ja ungefähr 5 Schritten, wenn man es so aufteilen möchte. Im Gegensatz dazu haben wir hier die mittelkettigen Fettsäuren, wo wir einerseits hier Nummer 1, wir brauchen erstmal hier diese Zungengrundlipase gar nicht. Wir fangen direkt im Magen an mit der Magenlipase, wo diese mittelkettigen Fettsäuren bearbeitet werden. Und dann gehen die über den Dünndarm, über die Schleimhaut direkt in die Blutbahn, womit sie ohne Transportproteine direkt in der Leber zu Energie umgewandelt werden können und auch da ohne quasi ein Transportprotein wie Carnitin hier in der Mitochondrie umgewandelt werden und auch dort schnell in Energie umgewandelt werden und Ketonkörper produzieren. Und deswegen sind mittelkettige Fettsäuren so interessant für eine ketogene Ernährung, weil sie einfach schnell Ketonkörper produzieren können. Aber ich möchte dich natürlich nicht mit der Physiologie hier alleine lassen, sondern möchte auch schnell einmal kurz darauf eingehen, was sind MCTs eigentlich im Konkreten, wenn man sich die Struktur ansieht. MCTs, das sind mittelkettige Fettsäuren, die aus mindestens 6 Kohlenstoffe bestehen, bis zu 12 Kohlenstoffe. Kohlenstoffe sind einfach in allen Fettsäuren enthalten. Und bei diesen mittelkettigen Fettsäuren ist es halt 6, 8, 10 und 12. Wir haben hier die Caprinsäure mit 6 Kohlenstoffen. Wir haben hier die Caprylsäure mit 8, Caprinsäure mit 10 und die Laurinsäure mit 12. Und diese mittelkettigen Fettsäuren, Caprylsäure vor allem, aber auch Caprinsäure, sind die Fettsäuren, die vom Körper besonders schnell in Energie umgewandelt werden können. Laurinsäure ist tatsächlich die Säure, die Fettsäure, die am meisten in Kokosöl enthalten ist, zum Teil auch Caprinsäure und Caprylsäure, ganz, 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 ganz wenig Capronsäure nur. Und deswegen ist Kokosöl auch so beliebt bei einer ketogenen Ernährung. Wenn ich das Ganze noch konzentrierter haben möchte, diese beiden Fettsäuren oder auch diese alleine, dann muss ich auf MCT-Öl umsteigen. Und da gibt es ganz, ganz viele Qualitätsunterschiede, auf die ich kurz eingehen möchte. Es gibt natürlich verschiedene Quellen, aus denen ich mittelkettige Fettsäuren
extrahieren kann. Das ist beispielsweise Kokosöl, das sind aber auch bei einigen Herstellern leider auch Palmöl. Und da solltest du einfach darauf achten, stammt dieses mittelkettige Triglyceridöl aus Kokosöl oder gibt es noch andere, vielleicht nicht so gute Quellen? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie dieses Öl aus diesem Grundöl gewonnen wurde. Ist das Ganze unter Einwirkung von irgendwelchen chemischen Mitteln passiert, was natürlich nicht so toll ist, weil dann auch Rückstände in dem MCT-Öl ist? Oder aber wurde es ganz sanft durch die Hydrolyse, durch Wasserdampf und Druck quasi aus dem Kokosöl gelöst? Und das ist definitiv die empfohlene Variante. Da solltest du auf jeden Fall drauf achten. Und wenn du darauf achtest, dann sollte es dir nicht schwerfallen, genau das richtige Öl für dich auszusuchen. Und das ist es eigentlich schon im Großen und Ganzen. So, ich möchte noch einmal ganz kurz einen Recap machen, was du im Video hier alles erfahren hast. Du hast erfahren, was der Unterschied in der Physiologie ist zwischen langkettigen Fettsäuren und mittelkettigen Fettsäuren. Hast erfahren, dass mittelkettige Fettsäuren nur 3 Stoffwechselschritten und ganz ohne Transportproteine vom Körper zu Energie umgewandelt werden können. Du hast erfahren, wie MCTs aufgebaut sind von 6 bis 12 Kohlenstoffatomen, welche der mittelkettigen Fettsäuren für den Körper zur Energiegewinnung besonders interessant sind. Das sind Caprinsäure und besonders Caprylsäure. Und am Ende hast du noch erfahren, worauf du achten solltest, um das richtige MCT-Öl auszuwählen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast viel mitnehmen können. Ich habe es hoffentlich verständlich beschrieben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, dein Janis.